Wir sind hier gerade in der Volksschule Weinitzen beim zweiten Robo-Wunderkind-Camp und wollen hier Kindern mehr oder weniger früh beibringen, wie Coding funktioniert, wie man Dinge programmiert und wie die Welt mehr oder weniger läuft heutzutage. Das ist das Gehirn, der Motor. Programmieren vor dem Camp hat für mich geheißen, vorm Computer sitzen und schreiben. Und jetzt ist Programmieren für mich wie ein Spiel. Am meisten Spaß macht, dass man auch die Roboter so umgestalten kann und dass immer, dass man aus einem, wie zum Beispiel aus denen, jetzt eine Taschenlampe oder so machen kann. Ich habe gelernt, dass ich jetzt alleine, ich brauche niemanden mehr, dass ich ihn verbinde, dass ich dann fahren kann. Nebenbei haben wir auch weitere Freizeitaktivitäten, spielen Fußball, machen Sport, spielen Spiele. Die Trainer sind sehr nett und sie kümmern sich immer gleich um etwas, wenn man sie fragt. In meinem Unternehmen Bridge Personal Service haben wir sehr viele Kunden, die immer natürlich erzählen, Softwareentwickler, Softwareentwickler. Ja, wo sollen sie herkommen, wenn wir nicht die Richtigen dazu ausbilden? Die ganze Welt voll ist, der ganze Alltag mit Technik, ein Parkautomat schon allein da oder ein Auto, wie funktioniert das? Und das ist alles was wir erschaffen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig für mein Kind, für alle Kinder, dass sie den Zugang dazu haben. Man weiß nicht, was sie später machen werden und ob sie in dem Bereich Fuß fassen beruflich, egal. Hauptsache sie kommen damit in Kontakt und sie sehen, das ist was, davor brauche ich keine Angst haben oder das ist nichts, was man nicht versteht, sondern das wird von Menschen gemacht und ich kann das genauso machen.